Corona hat das Liefergeschäft noch mal rapide ansteigen lassen. In Südkorea heißt das Dauerstress das ganze Jahr. Seit Beginn der Pandemie sind die Online-Bestellungen um 20% gestiegen. Paketlieferanten arbeiten weit über dem Limit. Nachdem manche gar wegen Überarbeitung zusammengebrochen, gestorben sind, forderten Gewerkschaften, Achtung, eine 60-Stunden-Woche. Alexander Glutzinski über die folgenschwere Last des viralen Ausnahmezustandes. Einmal durchatmen, dann beginnt für Lee wieder das Rennen gegen die Zeit. Ein Wagen voller Pakete. Seine Deadline ist 21 Uhr. Danach drohen sogar Strafen. Hallo, hier ist der Lieferant. Ist das für uns? Kommen Sie bitte nicht runter. Nicht runterkommen. Südkorea steckt mitten in der vierten Welle. Die Menschen wollen Kontakte vermeiden und bestellen so viel wie nie zuvor. Die Last liegt auf Schultern von Lieferanten wie Lee. Keine Pausen, Überstunden bis zur Erschöpfung. Wir Koreaner arbeiten hart, sehr hart. Aber jetzt, wo immer mehr Menschen sterben, wird die Frage lauter, warum das passiert. Und wir beginnen zu begreifen, dass die Todesursache häufig Überarbeitung ist. Trotzdem konkurrieren die großen Logistikunternehmen mit immer kürzeren Lieferzeiten um Aufträge. Wer da nicht mitzieht, ist raus aus dem Geschäft. Komm schon, wir haben keine Zeit. Wie spät ist es jetzt? 10 vor 9. So ein Mist. Lee bräuchte mindestens eine weitere Stunde, um alle Pakete abzugeben. Aber seit sich die Todesfälle bei Paketlieferanten häufen, sind Zustellungen nach 9 Uhr abends verboten. Die Firmen stehen unter Druck, Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und Lee erhält jetzt jeden Abend eine automatisierte Nachricht. Wenn er trotzdem weitermacht, geschieht das auf eigene Verantwortung. Es ist doch klar, dass die Firma diese Nachricht nur schickt, um sich abzusichern. Was soll ich denn machen? Ich habe noch 66 Pakete im Auto. Ein Teufelskreis. Alles, was er heute nicht schafft, verlängert den nächsten Arbeitstag. Und für verspätete Lebensmittel verlangt Lees Arbeitgeber sogar eine Entschädigung. Die Firma verlangt von uns dann einen Ausgleich im Wert der Bestellung. Wenn die Lebensmittel 40 Euro wert sind, muss ich 40 Euro Strafe zahlen. Nach 16 Stunden macht Lee Feierabend. 150 Euro hat er heute verdient. Etwa 1 Euro pro Paket. 6 Tage die Woche ist das sein Leben. Für Lee eine Frage des Überlebens. Die Ehe ist zerbrochen. Wenigstens den Töchtern will er eine Zukunft bieten. Meine Kinder haben nichts zu essen, wenn ich nicht genug arbeite. Also nehme ich das alles in Kauf. Sie nicht zu sehen, hart zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Südkorea hat es mit harter Arbeit zu Wohlstand gebracht. Mit den längsten Arbeitstagen aller Industriestaaten. Aber die Paketlieferanten sind nicht mehr bereit, diesen Preis zu bezahlen. 6.500 Arbeiter aus dem ganzen Land sind in die Hauptstadt Seoul gekommen, um bereits versprochene Reformen einzufordern. Lasst uns gemeinsam kämpfen! Warum sind wir hier? Um das Abkommen einzufordern. Das versprochene Datum ist längst verstrichen. Tod durch Überarbeitung ist in Südkorea so weit verbreitet, dass es sogar einen eigenen Begriff dafür gibt, Kwarosa. Auch Lee ist nach Seoul gereist. Auch er kannte Kollegen, die durch den Arbeitsstress kollabiert sind. Die Eltern von Jang Dok-jun mussten lange dafür kämpfen, bis der Tod ihres Sohnes als Arbeitsunfall anerkannt wurde. Er hatte 18 Monate am Stück in Nachtschichten gearbeitet, als er sich frisch machen wollte und plötzlich sein Herz versagte. Mein Mann hat ihn kniend und vornübergebeugt in der Dusche gefunden. Seine Hände hat er um seine Brust geschlungen. Ich frage mich die ganze Zeit, warum haben wir ihn nicht früher gefunden? Er war 27 Jahre alt. Im Verpackungszentrum von Kupang, dem südkoreanischen Amazon, hatte Jang Dok-jun im Akkord Bestellungen für den Versand vorbereitet. Mit Echtzeitüberwachung und der sogenannten Rocket Delivery hat es Kupang zum schnellsten Lieferdienst im ganzen Land geschafft. Die Pandemie hat seine Arbeit noch viel anstrengender gemacht.
Wenn ich gewusst hätte, was für eine Art von Unternehmen Coupang ist, dann hätte ich ihm die Arbeit dort verboten. Wenn ich gesehen hätte, wie viel Gewicht er verloren hat, dann hätte ich alles getan, um ihn zu stoppen. Ein LKW mit der Aufschrift »Coupang hat meinen Sohn getötet«. Damit sind die Eltern monatelang durch das Land gefahren. Sie wollten Arbeiter und Unternehmen wachrütteln, um anderen Familien ihr Leid zu ersparen. Erst nach einem halben Jahr erreicht sie der offizielle Brief: Todesursache, Überarbeitung. Ich wünschte, ich könnte dir folgen, mein Sohn. Doc Jun. Es tut mir so leid. Ich hätte dich viel öfter in den Arm nehmen sollen. Auch Lee hat seine Töchter lange nicht mehr in den Armen gehalten. Endlich mal wieder ein freier Tag und Zeit, sie anzurufen. Vor der Pandemie hat er sie zumindest regelmäßig besucht. Seit Corona hat er Angst, sie anzustecken. Könnt ihr mich sehen? Du siehst anders aus. Nakyong, steh auf für mich. Ich möchte sehen, wie groß du geworden bist. Nur für sie nimmt er dieses Leben in Kauf. Aber seine Töchter sieht er dadurch immer seltener.